Oder so in der Art. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Survive. Ja, die letzte Folge war schlimm. Wir haben Mio verloren. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe so viel in Mio reingesteckt. Ich weiß, das ist vielleicht egoistisch jetzt und vielleicht ein bisschen pietätslos, aber ich habe mir Mühe gegeben zum... Wo sehe ich das nochmal? Bei Status, oder? War das hier? Nee, bei Profil. Ich habe versucht, zu Mio ein gutes Verhältnis aufzubauen. Ich hatte bei ihr, wie viele Freundschaftspunkte hatte ich denn zu ihr? Ja, 52. Viel besser als zu Saki zum Beispiel. Oder zu Rai. Ich dachte so, ja, Mio und ich, ne? Wir sind hier. Ich meine, sie ist nicht wie Minoru, mein Bro, aber sie, war mir schon wichtig und ich wollte mit ihr arbeiten. Und sie ist weg. Toll. Hey, schon in Ordnung. Jetzt guck doch nicht so betröppelt. Takuma, Takuma, du musst mir helfen. Oh nein, jetzt fängt das auch noch an zu weinen. Aufhören, bitte, ich flehe dich an. Und alle weinen. Es ist ja auch gerade einfach nur alles zum Heulen, oder? Okay. Ob die wohl alle wegen dem, was passiert ist, so aufgebracht sind? Nein. Ich wünschte, ich könnte was tun, aber... Oh, das kann ich nicht. Alleine komm ich mit denen nicht klar. Oh, Takuma, wo bist du? Hey, Takuma, wo bist du? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur destroyed. Agumon sucht nach mir. Aber ich kann jetzt schlecht antworten. Ich mach das gerade so fertig mit Mio. Ganz ehrlich. Das war schon schlimm irgendwie. Alle sind so still. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Das ist ganz normal, aber was sagt man denn jetzt am besten? Verdammt, warum musste das passieren? Mio. Mio, Mio. Kaito hat gar nicht geweint. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Na, das ist einfach nur unter Schock. Aber so kann es nicht bleiben. Nicht, wenn wir das durchstehen wollen. Ich kann nicht fassen, dass wir sie verloren haben, ganz ehrlich. Kaito? Es bringt nichts. Ach, schaut mich nicht mal an. Keine Ahnung, was ich tun soll. Entschuldigung, Menschenkinder. Es ist gerade schwierig. Aber kann ich mit euch reden? Digimon. Könntet ihr ihm bitte zuhören? Er möchte was sagen. Im Namen der anderen Bewohner möchte ich unseren tiefsten Dank zum Ausdruck bringen und nehmt bitte meine aufrichtige Entschuldigung für euren Verlust an. Boah, ich bin das gerade echt mit, ne? Ich meine, Ryu und Shuji, die gingen mir auf den Keks. Aber Mio... Schon in Ordnung, Digimon. Ist nicht deine Schuld. Keiner von uns gibt dir oder sonst jemanden im Vergnügungspark die Schuld an irgendwas. Hört mal alle zu. Ich finde, wir müssen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Wir müssen es lebend hier rausschaffen, um Mios Opfer zu ehren. Sie hat recht. Das macht mich total fertig. Aber deswegen müssen wir weiterkämpfen. Unser untröstlicher Kummer könnte der Schwachpunkt sein, den der Feind ausnutzt. Schätzen wir die Lage besonnen ein, sollten wir uns auf die Zukunft konzentrieren. Boah, ich glaube, spätestens jetzt wäre ich gebrochen. Also, ich weiß nicht, das wäre jetzt für mich der Punkt gewesen, in dem ich nicht mehr weiter könnte. Ja, du hast recht, wir können nicht ewig hier rumsitzen und heulen. Wie Aoi schon sagte, wäre Mio noch bei uns, würde sie bestimmt wollen, dass wir... Haltet den Mund. Denkt euch nicht einfach aus, was Mio fühlen würde, verdammt doch mal. Mios Opfer ehren. Wenn Mio noch leben würde. Was wisst ihr schon über sie? Hey Kaito, Mann, wir wollen nicht. Ich habe genug gehört. Warte, Kaito. Kaito. Moment mal, Kaito. Was willst du? Niemand will dir wehtun, Kaito. Wir verstehen nur zu gut, wie du dich fühlst. Es versteht sich von selbst, dass wir trauriger darüber sind, Mio verloren zu haben. Halt die Klappe.
Genau, wie Barrio und Chuchi. Wir sind traurig, aber deswegen müssen wir... Halt dein verdammtes Maul, ohne euch! Hättet ihr den Kampf ernst genommen, wärt ihr nicht getrennt worden. Miyuki hier, Nachzügler da, bla bla bla. Genau deswegen ist Mio... Deswegen ist die liebe arme Mio ins Fadenkreuz des Feindes geraten. Das ist nicht fair, Mann. Du bist da vorgerannt, du Idiot. Also echt jetzt. Ach ja? Du hättest wissen müssen, ne? Dass die Schwachen niemals lang durchhalten. Deshalb musste ich stark sein. Ich musste sie beschützen. Also Mio hat im Kampf mehr gerissen, das ist egal. Aber ich habe versagt. Wäre ich doch noch stärker gewesen. Klingt, als würde er nicht nur uns, sondern auch sich die Schuld geben. Hätten wir Mio retten können, wenn wir als Team zusammengearbeitet hätten. Vielleicht die Kaito wirklich so sehr daneben? Oder ist es wirklich unsere Schuld? Lässt einfach nur Dampf ab, hat absolut recht, liegt falsch. Wir hätten einfach zusammenbleiben müssen, finde ich auch. Du könntest doch recht haben, Kaito. Vielleicht wäre das nicht passiert, wenn wir alle zusammengearbeitet hätten. Aber das bedeutet umso mehr, dass wir jetzt zusammenhalten müssen. Erkennst du das nicht? Halt den Mund! Wage es nicht, Mio wie eine Erinnerung zu behandeln. Kaito. Warum musste gerade Mio das alles erleiden? Wenn niemand und auch sie nicht schuld war, warum musste sie dann gehen? Naja, die... Die Gegner hatten ja Schuld, eindeutig, also... Das kannst du nicht einfach so abtun. Bestimmt interessiert er sich gar nicht. Das stimmt nicht, Kaito. Dragmon. Du bist uns hierher gefolgt? Du nichtsnutziger Trottel! Boah, Kaito, das ist nicht in Ordnung. Es ist, was es ist. Ich konnte nicht beschützen, was ihm das Wichtigste war. Ich verstehe, dass du das nicht akzeptieren kannst. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Mio ist tot. Halt die Klappe, lass mich einfach in Ruhe. Kaito, wohin gehst du? Warte, Takuma. Du solltest ihn in Ruhe lassen. Er wird sich nichts von dem anhören, was du zu sagen hast. Dragmon. Er kommt wieder, wenn er sich beruhigt hat. Ich behalte ihn im Auge. Okay, alles in Ordnung. Du solltest Agumon helfen, okay? Agumon, ist irgendwas mit ihm? Machst du Witze? Hörst du ihn nicht mit den Kindern? Hörst du ihn nicht mit den Kindern rumbrüllen? Tut mir echt leid. Oh, stimmt, die Kinder. Auf die Chichimon nach der Flucht aus der Burg aufgepasst hat. Agumon hat sich um sie gekümmert, da wir alle vollkommen niedergeschlagen waren. Tja, sieht aus, als würden alle anderen ihm auch unter die Arme greifen. Agumon gibt schon die ganze Zeit Vollgas. Also lass ihn lieber in Ruhe. Stimmt auch wieder. Danke, Dragmon. Ja, 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 bis dann. Tut Kaito gerade so leid. Ich hoffe wirklich, dass Kaito es schafft, das Ruder rumzureißen. Oh Gott. Ist das... Ich weiß nicht. Freier Kampf. Da können wir wieder ein bisschen trainieren, theoretisch. Gefetteria. Zu wem brauchen wir eigentlich schon ein paar Freundschaftspunkte? Frag mal für einen Freund. Ich würde gerne alle über 50 kriegen. Aoi und Saki sind nur so meine beiden kleinen Problemkinder. Oh, Miyuki. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was ich groß Aoi sagen soll, weil... Saki meine ich. Was soll ich mit ihr reden? Gibt's hier vielleicht noch, Ich habe die falsche Taste gedrückt, oder? Ja. Muss ich kaum, genau. Ich wollte gucken, ob es Nüsschen gibt oder sowas. Gibt's Nüsschen? Gibt's hier irgendwo Nüsschen für mich? Nein, okay. Boah, ich bin gerade so fertig wegen der ganzen Sache. Hi. Du siehst irgendwie betrübt aus, Saki. Ja, woher das wohl kommt? Takuma, ich habe Angst. Es wird noch gefährlicher, oder? Ich könnte verletzt werden oder gar sterben. Keine Sorge, wir beschützen euch. Mir ist schon klar, dass es hier gefährlich ist, aber du darfst uns nicht vergessen. Agumon, Floramon. Danke, ich glaube an euch. Aber ich komme einfach nicht über meine eigenen Schwäche hinweg.
Saki scheint über ihren nächsten Schritt ernsthafter nachzudenken als sonst. Sie grübelt wahrscheinlich viel und macht sich selbst ganz fertig, aber ich möchte sie unterstützen. Sie zu dieser Denkweise ermutigen. Wir können auf sie vertrauen. Es ist okay, schwach zu sein. Was heißt, wir können auf sie vertrauen? Wir machen das einfach mal. Keine Sorge, Agumon und die anderen werden uns beschützen. Vertrauen wir drauf. Ja, ja, du hast recht. Hey, Floramon, beschützt du mich auch noch? Dann noch, wenn ich nicht mehr so mutig bin? Hältst du mich deshalb für einen Feigling? Hast du mich deswegen? Das stört mich nicht. Ich finde es normal, Angst zu haben. Du solltest dich nicht dafür hassen, nicht so stark zu sein, wie du es gerne hättest. Ich halte deswegen nicht weniger von dir. Du bist meine Freundin, Saki. Oh, Floramon. Okay, wir haben verkackt. Ich hätte was anderes sagen sollen. Na toll. Haben wir vielleicht bei Großer Aoi? Wir müssen noch Freundschaft zu Aoi erhöhen. Ich hab Angst. Aoi, sie sieht sehr erschöpft aus. Na, wer nicht nach der ganzen Aktion? Gibt's Nüsschen? Gibt's Nüsschen? Ich glaube, hier gibt's keine Nüsschen. Oder irgendwelche flinken Bananen oder sowas. Okay. Let's try it. Das Putzzeug, ein Besen, eine Handschaufel, ein Staubtuch und ein Eimer. Ich würde Aoi jetzt nicht als Putzzeug bezeichnen, aber ist okay. Hi, Aoi. Hey, Aoi, ich hab dich hier hocken sehen. Was ist los? Ich prüfe unsere Vorräte. Immerhin müssen wir jetzt viel mehr hungrige Mäuler stopfen. Aoi, du schuffst es schon wieder? Natürlich, wir dürfen keine Zeit verlieren, Saki. Ich meinte auch schon, sie soll mal verschnaufen, aber es hat nichts gebracht. Ich weiß genau, in welcher Lage wir sind, sagt sie nur und macht einfach weiter. Saki, Takuma, sagt ihr mal was. Saki, mir geht's gut. Ich muss jetzt keine Pause machen. Mit diesem ganzen Anführerkram hast du dich nur verausgabt. Was soll ich denn tun? Wir stecken in Schwierigkeiten. Ich muss voll da sein. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal Pause machen kannst, Aoi. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Okay. Da wir keine Ahnung haben, was uns erwartet, brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Aber eins habe ich in unserer gemeinsamen Zeit gelernt. Aoi benimmt sich immer so, wenn sie von Müdigkeit und Angst eingeholt wird. Ich wünschte, sie würde einen Gang runterschalten, bevor sie noch völlig zusammenbricht. Wir wollen also, dass du dich ausruhst? Alle sagen, du musst dich etwas ausruhen, Aoi. Wir sind zwar froh, dass du uns anführst, aber du darfst dich nicht überanstrengen. Aber wenn ich es nicht tue, wer tut's dann? Trotzdem, das ist schon... Oh Mann, Aoi. Sieht im Wald vor lauter Bäume nicht mehr, oh, wenn sie so drauf ist. Ach, dann leiste ich ihr eben Gesellschaft. Labramon, meine Güte. Schalt mal einen Gang runter, bevor du noch umkippst, hörst du? Laut und deutlich. Ich hab dich verstanden. Okay, und wieder verkackt. Toll. Wir müssen uns vorbereiten. Okay, Freundschaftspunkte werden wieder mal nicht gesammelt. Wir waren so gut vor uns. Das macht mich gerade echt fertig, dass wir da gerade keine Punkte kriegen. Das Minoru, er sieht etwas geknickt aus. Was geht ab, Minoru? Kriegen wir es bei dir wenigstens irgendwie hin? Warum starrt er so aus dem Fenster? Ich sollte ihn lieber in Ruhe lassen. Was hast du, Minoru? Du warst auch gerade noch ganz ins Spiel mit den Kleinen versunken. Was? Oh ja, ich kapier's einfach nicht, Alter. Nach all dem, was im Park passiert ist, drehen wir hier jetzt einfach Däumchen? Ich weiß nicht, ob ich einfach nur K.O. oder noch nicht in der Gegenwart angekommen bin. Und wenn ich versuche, an die Zukunft zu denken, geht gar nichts mehr. Verstehe. Unsere Situation ist in letzter Zeit wirklich verwirrend. Aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, sich zu etwas zu zwingen. Wir müssen schrittweise vorgehen, angefangen mit dem, was jetzt gerade ansteht. Ha. Meinst du, das reicht?
Nagel mich nicht drauf fest, Takuma. Agumon? Hä? Hey, ihr wart die ganze Zeit hier? Keine falsche Chance. Sagt mir, was ihr denkt. Ganz sicher? Wir würden uns selber eure Meinung freuen. Oh nein! Mal sehen. Falcomon hat prinzipiell recht. Man kann nichts erzwingen. Aber wir müssen vorausschauend handeln. Och, ich weiß es doch auch nicht. Boah, ich mach doch eh nur Scheiße. Schrittweise vorgehen. Falcomon hat recht. Machen wir eins nach dem anderen und schauen dann weiter. Oh, ich glaube, ich hab's wieder verkackt. Nein, noch nicht. Oh mein Gott. Ja, positives Denken ist viel besser, als hier rumzusitzen und Krankenversorger zu sein. Danke ihr zwei. Also Minoru und ich, ne? Wir sind einfach die biggest Bros ever. Der eine weiß, was der andere denkt. Oh, ist das furchtbar. Ich verkack's immer wieder. Oh, ich trau mich gar nicht zu Kaito, wenn ich ehrlich bin. Hi. Ich sollte mal mit Agumon reden. Hi. Hey Takuma, eine Sache wollte ich hier schon länger mal fragen. Was ist für dich das Wichtigste? Frag mich nicht einfach sowas aus heiterem Himmel. So ein komischer Kram, Mann. Ich habe mich nur gewundert. Agumon, schau zu ernst. Worauf will er hinaus? Mir sind viele Dinge wichtig. Freunde, Frieden, mein Leben. Aber was ist für mich jetzt gerade am wichtigsten? Mein eigenes Leben, der Weltfrieden. Ja, ich glaube, der Weltfrieden ganz einfach. Dass das alles irgendwie gut wird am Ende. Unbedingt der Weltfrieden. Natürlich, die beiden Welten. Ich glaube kaum, dass irgendein Mensch oder Monster aus diesen Welten sterben möchte. Ich will sie alle beschützen. Klingt das etwa komisch? Nein, überhaupt nicht. Geht mir genauso. Wie bist du überhaupt auf diese Frage gekommen? Na, was du am meisten beschützen willst. Will auch ich am meisten beschützen. Ich wollte mich nur vergewissern, was genau das ist. Ha, daher wieder Wind. Danke, Agumon. Ach ja, ich wollte dir das geben. Takuma, hier. Okay, ein anstachelnder Eiferkristall. Cool. Hab schon was falsch gemacht? Okay, hier mal wieder im freien Kampf. Ich habe eigentlich schon ein paar Bewegungsaktionen ja übrig. So. Oh, hi. Kaito? Lass mich in Ruhe. Oh. Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich, Kaito. Ich möchte wissen, wie du dich fühlst. Mich hat das selbst traurig gemacht und verletzt. Aber wenn du zulässt, dass dich dieser Schmerz breit macht, bist du auch in Gefahr. Das stimmt. Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe, verdammt nochmal. Jo, Kaito, du gehst zu weit. Tut mir leid, Kaito. Aber das geht so nicht. Du kennst doch bestimmt, wie gefährlich es ist, wenn du dich nicht am Riemen reißt. Und es geht nicht nur um Angriffe. Hast du das mit Chuchi und Lopmon schon vergessen? Also, was zur Hölle soll ich tun? Ihr redet und redet, aber wo wart ihr, als Mio euch gebraucht hat? Oh, weh, ein Yama, so traurig. Versucht das nicht, unter einen Teppich zu kehren. Was? Ich hab nicht. Alles klar, schon verstanden. Tut mir leid, Mann. Oh, was er äußert, klingt einleuchtend. Wenn das so weitergeht, ist Kaito in Gefahr. Trotzdem ist er nicht bereit, dir zuzuhören. Oh, shit. Kaito. Okay. Cool. Ich habe noch ein paar Optionen. Die Esel los sind. Da ist der Professor. Vielleicht sollte ich mich auf ihn verlassen. Was wäre... Okay, mal gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwelche Nüsschen? Hallo, Agumon. Wie einfach noch da hinten steht. Voll süß. Okay, hey. Das ist der Professor? Hm. Vielleicht da? Er scheint irgendwas zu untersuchen. Ich frag ihn später danach. Okay, danke.
Ja, danke für diesen Beitrag, Herr Professor. Hey ho, hey. Dann gehen wir nochmal zu Minoru. Keine Ahnung, was sollen wir denn jetzt machen? Was wird denn das jetzt hier? Hi. Das sind Minoru und die anderen. Ich frage mich, worüber sie reden. Wie süß und knuddelig ihr seid wahrscheinlich. Hi, Minoru. Okay, Kinder, mal herhören. Höchste Zeit, dass Onkel Minoru euch eine Geschichte erzählt. Es war einmal in einem fernen Land. Ach, du hast den Bogen mit den Kleinen ja echt raus, mein Junge. Ja, oder? Ich habe gerade überlegt, was Mio jetzt wohl tun würde. Alles ist so einfach, dass es fast albern erscheint. Minoru. Minorus Geschichten begeistern mich irgendwie. Ach, wir sollten uns auch seine Geschichten anhören, Takuma. Echt? Agumon, verstehe ich ja, aber magst du wirklich große Geschichten für kleine Bengel? Ja, kann sein. Ich muss über so vieles nachdenken. Sind da solche Spielereien in Ordnung? Andererseits kann ich auch nicht ständig Vollgas geben. Außerdem zählt mir nur selten solche Geschichten. Könnte lustig werden. Na komm, wir wollen ein bisschen zuhören. Ich kann es mir ja mal anhören. Darf ich dazukommen, Minoru? Oh mein Gott, Minoru, mein Bro, wir verstehen uns so gut. Klar, aber ich glaube nicht, dass dich das bei der Stange halten wird. Ich will es aber hören. Ist mir Schnurz. Aber warte, bitte nicht zu viel, okay? Erwarte nicht zu viel. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Okay, dann mal los. Es war einmal ein Bambusjunge. Was ist ein Bambusjunge? Er stammte von einem Bambusbaum ab. Okay. Denkt es sich das ernsthaft einfach nur spontan aus? Ah, oh, schön. Oh, schon wieder falsche Taste gedrückt, oder? Ja, oh, na toll. So, vielleicht kriegen wir noch ein paar extra Punkte mit Saki. Also bei Minoru check ich voll, wie der tickt, ne? Also, das läuft immer richtig gut. Aber bei Saki und Aoi, nein. Hey, Saki, du. Hey, Saki, machst du einen kleinen Spaziergang, um den Kopf frei zu bekommen? Ja, weißt du, es zieht mich runter, ständig eingesperrt zu sein. Hey, frag doch Takuma, was er macht, wenn er den Kopf freikriegen will. Ja, gute Idee. Irgendwelche Tipps, Takuma? Was? Du meinst jetzt? Ich frage mich. Es bringt nichts, Methoden zu erwähnen, die in dieser Welt nicht anwendbar sind. Was kann ich vorschlagen, damit sie einen klaren Kopf bekommt? Oh Gott, ich werde wieder verkacken. Ein gutes Gespräch? Eine schöne, kühle Prise? Mal richtig schreien? Ein gutes Gespräch. Warum sprichst du nicht mit allen? Zum Beispiel mit Aoi oder Floramon? Normalerweise wäre das eine gute Ablenkung, aber alle machen sich gerade so Sorgen. Okay, ich habe wieder verkackt. Oh, das zieht mich gerade runter. Ich schaff's einfach nicht, ne? Mich mit ihr anzufreunden. Ich schaff's einfach nicht. Es ist unmöglich für mich, mich richtig mit Aoi oder Saki mal anzufreunden. Es klappt einfach nicht. Auch schon die gerne mal mit ihr dann mal ein Ultra-Level oder so. Ich weiß gerade echt nicht, was ich noch machen soll. Ich habe noch eine Aktion frei, aber ich weiß jetzt nicht mit wem. Wir gehen mal zum Professor. Oh, mich nervt das gerade auch so ein bisschen, ne? Dass ich immer die falschen Antworten gebe. Da ist der Professor, vielleicht sollte ich mich auf ihn verlassen. Ne? Was sollen wir als nächstes tun? So, er scheint jetzt mir ich weiß nicht. Ist kein Aktionspunkt. Wir reden trotzdem mal mit ihm. Vielleicht nein. Was machen wir nur? Er sieht irgendwie durcheinander aus. Worüber denkt er nach? Okay, wir können anscheinend immer noch nicht mit ihm reden. Wo sind denn die anderen alle? Was ist hier? Ist aber keiner. Freier Kampf. Spinnenlilienwald, nee. Hier sind alle. Aber wo sind denn alle? Was? Saki. Normal mit ihr reden bringt, glaube ich, auch nicht viel. Vielleicht macht er noch gerade Pause, so wie ich. Jeder braucht Zeit für sich. Hä? Was sollen wir denn tun? Ich guck nochmal zu Minoru. Aber der Rest ist ja irgendwie weg. Wo sind die alle? Hä?
Kümmer mich um die Kleinen. Du kannst nachsehen, wie es den anderen geht. Ja, wo sind denn die anderen? Wo sind denn alle? Da ist Minoru, da ist der Prof, da ist ein Kampf. Und wenn ich zum anderen Waldbereich gehe, da ist ja auch weit und breit keiner. Ich bin gerade echt überfragt, was... Was? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Was haben wir denn hier Schönes? Ah, ja, okay. Nein, brauche ich jetzt nicht zu lesen. Ja, toll, ne? Eingang zum inneren Schrein. Wir können uns im Schrein mal umsehen. Anscheinend ist irgendwas hinter dem Felstor. Sieht nach einer Höhle aus. Und das ist ja da. Bist ja. Ja, danke. Danke, Minoru. Minoru. Danke, Takuma. Danke. Das war jetzt. Ja, Waldnaher Schrein. Schrein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was müssen wir denn machen? Ist hier auch noch was? Nee, hier ist auch rein gar nichts. Hä? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Wir sind wahrscheinlich einfach jetzt richtig am Arsch. Das ist der Endmodus. Hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir können nochmal am Waldnaher Schrein gucken. Ich würde jetzt gerne mal schreien. Versteht ihr? Weil schreien. Ja, egal. Was ist hier? Ich spüre. Hier ist was, das spüre ich. Was haben wir da? Dieser Schatten! Kämpfen! Keine Ahnung, was jetzt hier auf uns wartet. Ah, was kommt jetzt? Charakterinformationen und Episoden. Mhm. Oh. Boah, ich hoffe echt, dass wir nochmal irgendwie mit Aoi und Saki noch ein bisschen Freundschaft aufbauen. Das macht mich echt fertig. Gut. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall wieder in so einen wilden Kampf reingestolpert, sag ich mal. Was nicht gut ist. Oder okay. So kriege ich immer ein paar Erfahrungspunkte und gut, dann würde ich mich an dieser Stelle mal bei euch verabschieden und ich gucke einfach mal dann, wie wir in der nächsten Folge weiterkommen. Das ist alles anscheinend nicht so einfach. Okay, ich bin immer noch ein bisschen geschockt wegen Neo. Gut, dann, oh, was haben wir denn da? Ein Metall-Craymon. Cool. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye.